Ja, die USA verschärfen nun also doch die Regeln für den Umgang mit unbekannten Flugobjekten. Das ist zumindest die Folge des Abschusses mehrerer angeblicher Spionageballons aus China über den Vereinigten Staaten, kündigte zumindest Präsident Biden an. Ja, Carsten, inzwischen wissen wir es ja, es steht jetzt auch offiziell fest, es handelte sich um genau einen mutmaßlichen Spionageballon der Chinesen. Die anderen unbemannten Objekte dienten der Forschung. Aus Washington, Michael Wöhnweber. Festgehalten auf Video wurde nur der Abschuss des chinesischen Spionageballons. Drei weitere Flugobjekte folgten. Die USA verfielen ins Ballonfieber. Jetzt gab der Präsident offiziell Entwarnung. Nichts weist darauf hin, dass die drei Objekte zum chinesischen Spionageballonprogramm gehörten oder der Spionage anderer Staaten dienten. Diese drei Ballons wurden durch private Firmen betrieben, zur Wetterbeobachtung oder für andere wissenschaftliche Studien. Mit anderen Worten, in drei von vier Fällen wurde mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Keine Aliens, keine weitere chinesische Ballonattacke, dennoch aber eine klare Ansage. Wenn ein Objekt die Sicherheit der Amerikaner gefährdet, schieße ich es ab. Aber wir unterscheiden, was abzuschießen ist oder nicht. Der Präsident hat einen Vier-Punkte-Plan mitgebracht, will solche unbemannten Flugobjekte künftig besser erfassen, fordert eine Bestandsaufnahme der eigenen Fähigkeiten, diese zu erkennen, neue klare Regeln für ihren Betrieb und dann auch internationale Normen für Ballons und Flugobjekte. Im Übrigen verdichten sich die Hinweise, dass der Chinesenballon womöglich tatsächlich abgetrieben sein könnte. Der Präsident übt vorausschauend vielleicht schon mal diplomatische Schadensbegrenzung. Wir suchen den Wettstreit mit China, nicht den Konflikt. Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg, aber es gibt kein Pardon. Wir stehen miteinander im Wettbewerb. Um das zu unterstreichen, will Biden mit Xi, dem er das letzte Mal im November auf Bali in die Augen schaute, in den nächsten Tagen telefonieren. Die Ballonaffäre im diplomatischen Abklingbecken. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.